Hallo und herzlich willkommen zum Advent. Heute spielen wir Roadrunner. Miep, miep. Für den Super Nintendo. Miep. Miep, miep. Kannst du miep, miep auch ein miep, miep? Und Angriff? Ich habe übrigens erst so ein, zwei, dreimal halbwegs gespielt. Mep, mep, übrigens. Mep. Mep, mep. Mep, mep. Mep, mep. Irgendwie konnte auch hupen. Also so mep, mep machen. Das Spiel erwartet von einem, dass man schnell durch die Pampa läuft und gleichzeitig aufpasst. Mach mep, mep. Dann eben nicht. Mep, mep. Also, das ist. Man merkt es, Nintendo hart. Das wird spaßig. Miep, miep. Ich liebe diese Pose einfach. Ich bin so schnell, dass es so aussieht, als wäre ich mich noch gar nicht bewegt. Miep, miep. Miep, miep. Miep. Was soll man das wissen? Außer durch auswendig lernen. Der Kojote. Miep, miep. Oh Gott, klingt das Geräusch böse. Ich habe uns noch Sonic Font aufgenommen als Sonic für den Super Nintendo. Das hänge ich euch einfach hinten dran, so als Bonus. Beziehungsweise ich nehme es mal als Zusatzmaterial für diese Folge. Einfach weil es doch schon relativ merkwürdig war. Dieses Sonic-Spiel. Also nicht wundern, wenn ich euch nochmal begrüße gleich nachher. Ja. Das liegt daran, dass ich die Aufnahme davor aufnehme. Aufnehme! Ich hab's heute voll mit dem Wort, Alter! So aufnehme und so, weißt du, die aufnehme. Ich hab auch. Hab ich die Geräusch gesagt zwischendurch mal. Mep, mep! Oha. Das war ein interessanter Move. Mep, mep. Kann ich irgendwie mitnehmen? Herr Rotranner? Anscheinend nicht. Aber dann wurde ich unterbrochen mitten da auf. Nee, ich habe die Aufnahme gar nicht mehr. Ich habe die Rohdatei davon. Also das Video habe ich davon. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe die Audiospur ja gelöscht. Dann zeige ich euch nur das Videomaterial. Und dann seht ihr mal. Na, dann seht ihr das. Werde ich es ein bisschen beschleunigen, werde es als Bonusmaterial dranhängen. Wird auch bestimmt interessant, damit ihr mal das mal seht. Ich spiele es einfach gleich nochmal. Wer weiß es schon. Ich werde es rausfinden, wie ich es mache. Ja, auch, wenn das Video einen fortgeschrittenen Status hat. Wer baut bitte präzises Platforming in ein Spiel ein, was an Geschwindigkeit hängt? Ja, Roadrunner ist schnell und nie langsam. Das ist der Roadrunner, not the Road Platformer. Wollte ich nur mal erwähnen. An diesem Punkt. Ne, Roadrunner, not Road Platform. Möp, möp. Wir haben sich auch Spaß darunter fallen und sammeln die grüne Fahne ein. Gibst du grün Fähnchen?
Das war die falsche Stelle. Bam, 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 bam. Wie gesagt, wer baut Plattforming und sowas so? Und gibt einem noch nicht mal einen brauchbaren Angriff, um sich irgendwie zu wehren. Mario kommt wenigstens auf die Gegner drauf. Ich glaube, das kann ich nicht. No! Meep, meep. Meep, meep. Meep, meep, meep. Wow. Das Einzige, was im Spiel schnell ist, ist der Roadrunner und alle anderen Elemente. Ich selbst als Spieler muss langsam machen. Weil dann sowas passiert. Yay. Meep, meep. Fun is something other. Fun is honest. Fun is something completely different. Mal schauen, ich will noch die grüne Flagge mitnehmen. Da, das wird wahrscheinlich mein Meep Beep auffüllen, aber ich habe ja keine Taste, mit der ich es futtern kann oder so. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, muss man sagen. Ich habe mir es besser vorgestellt. Vor allem beim Roadrunner. Ich kann mir da so lustige Szenen vorstellen, wo man richtig schnell Meep Meep macht. So ein Rennspiel im Grunde. Wobei, ja gut, wenn da so ein Roadrunner noch drin ist, ist sowieso vorbei. Aber so ein Rennspiel mit Hindernissen. Mit angemessener Geschwindigkeit oder irgendwas anderes. Muss meine Zeit ist eigentlich um. Warum bin ich nicht kaputt? Okay. Dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. Und jetzt sehen wir uns wieder zu Sonic the Hedgehog für den Super Nintendo. Wir können kicken. Seht ihr jetzt schon. Und richtige Sonic-Kenner werden sich jetzt freuen, denn es ist genauso wie normales Sonic. Es ist genauso wie Sonic 1 oder Sonic 2. Werden wir das gleich sehen. Also sieht schon, die Sprites sind komplett gleich und... Ne? Das Ringgeräusch 1 zu 1 dasselbe. Die Geschwindigkeit ist genau dasselbe und wir können uns auch ducken, genau wie Sonic, ne? Ich drücke gerade die Runtertaste. Ist doch super. Das ist ein Stachel und das ist eine Falle, wie im... Und da war Mario, wie im richtigen Sonic. Das sind Stacheln. Die einen instant töten. Dann nicht die Ringe wegnehmen. Also ich fand die Stacheln, die mir meine Ringe abgenommen haben, irgendwie freundlicher. Weiß ja nicht warum. Vielleicht weil sie mich nicht direkt getötet haben. Und jetzt sind wir mal halbwegs schnell, aber wir sind umdrehen und Mario rennen. Denn das ganze Spiel dreht sich darum, Mario zu retten. Ich habe noch nie einen Aufzug gehört, der wie eine Zeitbombe klingt. Und alles, was wir hier haben, ist schneller als wir. Ich habe das Gefühl, Sonic ist das langsamste Level in dem Level. Wir sind nicht mal richtig schnell, wenn wir irgendwo lang rennen. In einer recht hohen Geschwindigkeit. Mario! Ich hab's doch so gemacht, dass ich das quasi jetzt nochmal neu aufnehme und live mit euch spiele und kommentiere. Das ist eine ganz neue Aufnahme jetzt. Ich mach's einfach nochmal. Warum eigentlich auch nicht Sonic? Oh ne. Kannst auch in derselbe Geschwindigkeit rennen, wie wir treten, also. Treten, wie wir rennen. Also, ach, da macht Sonic keinen Unterschied. Er verliert kein bisschen Geschwindigkeit.
würde eigentlich heute mal ein Rennspiel dran nehmen, aber das muss ich jetzt über Nacht runterladen wahrscheinlich. Denn irgendwie wollte es die nicht so schnell wie ich wollte. Denn ich wollte Burnout Paradise spielen zu Ehren eines heutigen Ereignisses, dass ich jetzt ganz alleine Auto fahren darf. Denn ab diesem Tag habe ich offiziell meinen Führerschein. Ob es jetzt gut für die Gesellschaft ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, wobei ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt nicht so schlecht. Ich bin auch schon alleine gefahren. Dann mit dem Fahrschulauto, wo ich sowieso gewohnt bin. Aber hey, hat Spaß gemacht. Es war ungewohnt, aber ich könnte ihn schon seit Jahren haben. Ich war einfach nur stellenweise zu faul, ihn zu machen. Aber das ist jetzt auch Schnee von gestern, denn ich habe ihn ja schon. Wie jetzt. Mario! Ich warte auf das Wetter, da kommt Sonic! Sonic! Oh, guck mal, wir haben 100 Ringe und noch kein Leben dazu bekommen. Hui, Mario! Oh, das ist ein Geheimnis! Was ist denn da hinten? Ein Mario! Das ist jetzt nicht so das tolle Geheimnis, aber das war nicht okay, das Geheimnis. Mario! Hat er irgendein Item bekommen? Sonic! Sonic! Die Soundqualität von diesem Ding ist so unglaublich schlecht. Und achtet mal auf die unterschiedlichen Musikstücke. 3 Level schon, wir haben immer noch dieselbe Musik. Ich meine, das ist so pure Abwechslung. Ach, da war ich vorhin schon. Das Level ist blöd. Hab ich quasi beim ersten Mal anspielen rausgefunden, dass man hier treten kann. Denn Sonic wehrt sich ja mit Treten und er rollt sich nicht so ein, dass er unverwundbar wird. Das macht nur der uncoole Sonic. Ich würde irgendwann wirklich gerne. Ich muss das mal recherchieren, ob das wirklich ein echtes Spiel ist oder ein Fangame. Das würde mich wirklich unglaublich interessieren. Ich hoffe, es ist letzteres Fanspiel. Weil ich dachte, Dr. Robotniks Roboter mit Tierchen drin waren gefälliger als Raben. Ohne Roboter drumherum. Ich habe mich anscheinend stark gehört. Das ist übrigens Absicht. Ich war vorhin schon an der Stelle und ich muss dann wieder zurücklaufen und das mache ich nicht nur, um eine Mario zu retten. Deswegen gehe ich jetzt mal direkt da unten lang und schaue, ob es da weitergeht. Hier ist auch ein Mario und hier ist sogar das Levelende. Wenn das Spiel erwartet, dass man komplett auf die andere Seite des Levels läuft, dann wieder zurück, also weil auf der anderen Seite noch ein Mario ist, da wieder zurückrennt und über Dinge drüber rennt. Oh mein Gott, andere Musik. Mein Boss da ist. Wie soll ich jetzt erahnen, wo der herkommt? Ich krieg dich in die. Gefährlichster Gegner ever. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den pflanzen soll. Weil ich meine, ich habe eben drauf getreten, ich habe mir Schaden verursacht. Der kriegt auch gar keinen Schaden. Wie funktioniert's? Au. Okay, ich hab aber langsam glaub ich, raus, wie du funktionierst. Ich muss ja immer nur voll cross traten. Während er noch unverwundbar ist, warum auch immer.
Wieso bist du einfach unverwundbar? Guck mal, da steht dann. Er kann den Screw Attack von Samus. Was für ein böser, böser Tischer Wolf. Kann einfach die Screw Attack. Ich fass es nicht. Ja, wobei, das ist nicht mal die Screw Attack, das ist der Space Jump. Voll von Samus geklaut, vielleicht krieg ich jetzt den Space Jump. Wenn ich mit jedem Leben noch einmal treffe, reicht mir es persönlich. Mich persönlich zufrieden, Sonic, Sonic. Bestimmt wie Luigi Mario und Mario Mario, dass Sonic einfach mit Nachnamen Sonic heißt. Wobei es eigentlich natürlich, wobei er natürlich Sonic the Hedgehog heißt. Aber das muss nicht der Nachname sein. Vielleicht heißt auch Sonic Sonic. Mario Mario und Luigi Mario. Ja, das ist der Space Jump. Gott sei Dank kannst du nicht die Screw Attack. Was für ein spektakulärer Abgang. Ich bin fasziniert. Bestes Spiel ever. Diese Musik ist gar nicht mal so schlecht. Finde ich gut. Oha. Ein 3D-Effekt. Was, seit wann ist ein Sonic-Spiel gespickt mit Instant Death? Oh, im Kessel will ich rein. Ich will mich kochen. Was soll ich denn sonst hier machen? Die Tür ging hinter mir zu. Viel Auswahl habe ich nicht. Spiel. Ich kann Sonic in den Mario-Kochtopf. Da. Fuck. Jetzt ist Tür in der Mitte. Super. Geht's wieder auf, wenn ich weg bin? Erinnert mich irgendwie an Castlevania, die Musik. Ist wirklich nicht schlecht. Ist richtig gut. Die Musik hier. Ja toll, man muss also sterben, wenn sich hier eingesperrt hat, oder wie sehe ich das? Ah, oh, LDR hat doch einen Sinn. Man kann ein bisschen lang gucken. Die Frage ist eher, was bringt. Könnte es fast sogar aus Symphony of the Night sein, die Musik. Wisst ihr was, dann mache ich hier den Abschluss der Folge und lass die Musik noch ein bisschen ins Outro überlaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.